Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Geschichten aus der Hutbox, Heft Nummer 2 von Adobe Kit. Alle weiteren Informationen zu diesem Comic und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Comic und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Adobe Kit Comics, Heft Nummer 2 von Geschichten aus der Hut. Das Ganze in der Boxform. Es gab Ende 2017 den ersten Teil, ebenfalls in der Box. So sieht dieser aus. Habe ich euch bereits per Video vorgestellt. Und jetzt ist es soweit, Heft Nummer 2 ist am Start. Wir haben auch hier wieder, ähnlich wie bei der ersten Box, eine schwarze Box mit einem Balkencover. Der Schriftzug in diesem Fall in blau gehalten. Und wir haben hier eine leicht bekleidete Dame, und zwar hier eine Frau im Bikini zu sehen, die scheinbar gerade auf einen anderen Menschen einschlägt. Ist noch die Frage, auf wen, ob es sich dabei um einen Mann oder eine Frau handelt, keine Ahnung. Es dürfte sich auf jeden Fall im Freibad abspielen. Also wir haben hier diverse Badegäste, die teilweise erschreckt oder irgendwie irritiert sind von der ganzen Szenerie. Ja, sieht auf jeden Fall mächtig aus. Tätowiert ist die gute Frau auch noch. Und dann haben wir hier Premium Edition Nummer 2, Heft Nummer 2 zu lesen. Diese Szene zieht sich dann auch auf der linken Seite so weiter. Hier sehen wir noch eine Frau, die scheinbar erschrocken aufschreit von dem ihr Dargebotenen. Auf der rechten Seite zieht sich das ebenfalls weiter. Oben blankschwarz, unten blankschwarz und auf der Rückseite ebenfalls blankschwarz. Und hier haben wir noch die Credits und Juni 2018 zu lesen. Gut, das Ganze ist dann hier oben herauszuschieben. Also es handelt sich hierbei um einen Pappschuber, den man abnehmen kann, wie auch schon bei der ersten Box. Und dann kommt das hier zum Vorschein, Adobe Kit Comics, eine schwarze Klappbox und diese rundherum in schwarz gehalten. Das Ganze geht dann hier auf der Seite auf. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal ein Shirt. Dann haben wir Rolls. Schauen wir uns gleich noch an, was da drin ist. Einen Grinder. Jede Menge Sticker. Ein Poster. Und einmal, zweimal das Heft. So, von innen die Box glatt weiß. Nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, nicht nur die Comics, sondern auch der Grinder und das Shirt, werden wir diese mal aus der Folie holen. So, einmal ein Shirt und dann natürlich noch der Grinder. So. Wie immer starten wir mit dem Comic in diesem Fall, also dem Hauptbestandteil, und diesen haben wir zweimal hier mit dabei. Warum? Wir haben einmal den mehr oder weniger Standard-Comic, so sieht er aus, und dann haben wir hier noch einmal in einer alternativen Version mit Unterschrift. Also hier lesen wir Adobe Kit, das Ganze mit silbernem Stift unterschrieben. Soweit ich weiß, sind diese beiden Comics vom Inhalt her ident gehalten, so wie beim ersten Teil. Es handelt sich hier wirklich nur um eine andere Variante des Covers inklusive der Unterschrift. Gut, dann schauen wir uns mal das Ganze an. Also diese beiden Comics kommen jeweils in Folien und werden dann auch hier auf der Rückseite von so einem etwas dickeren Papier, von so einem Karton gehalten, Adobe Kit Comics. Lesen wir hier, dass das Ganze nicht irgendwie abknickt. Adobe Kit Comics, Heft Nummer 2, Geschichten aus der Hut. Und hier lesen wir auch nochmal, ab 16 Jahren, Juni 2018. Auf der Rückseite haben wir einen Barcode und eine nackte Frau mit einem Messer, mit einem Schwert. Und dann haben wir hier schwarz-weiß Häuserfassaden. Und dann haben wir hier dann die Story. Also wir haben hier dann die einzelnen Protagonisten, und zwar vier Typen, die hier mitspielen, sind, soweit ich es beurteilen kann, ja,
genau dieselben vier, wie auch schon im ersten Teil. Und dann zieht sich das Ganze eben hier so durch. Kriegt ihr mal so einen groben Einblick. Also sehr, sehr viel Inhalt. Jede Menge Geschichten, die hier wieder präsentiert werden. Schön gemacht. Ich freue mich schon, das Ganze dann durchzulesen im Detail. Und dann eben noch das Ganze in dieser Variante, diese Premium-Variante, meines Wissens wirklich nur für die Leute, die die Box gekauft haben. Heft Nummer 2. Ansonsten kann man eben das reguläre auch einfach nur so kaufen, ohne Box und den ganzen anderen Sachen. Okay, dann haben wir Sticker, und zwar jede Menge Sticker. Wir haben einmal diesen hier im Querformat, Adobe Kit Comics in Schwarz und Weiß. Zweimal. Dann haben wir zweimal diesen hier, Gönn dir hart, Bruder. Das sind kreisförmige Sticker, die man hier dann rauslösen kann, in Rot und Weiß. Quadratische Form. Dann haben wir ebenfalls quadratisch diesen hier, Geschichten aus der Hood mit Internetadresse. In Weiß und Türkis. Und dann noch diesen hier, A-Kit bzw. Dope-Kit, ebenfalls quadratisch mit Internetauftritt. Gut, dann haben wir einmal einen Grinder. Und auch hier haben wir das Logo von Adobe Kit, also dieser Totenkopf mit den zwei Stiften. Das Ganze aus Metall, geht dann hier oben aufzuschrauben. Hat hier auch Magnete, also das Ganze schließt mehr oder weniger von selbst. Dann haben wir unten ebenfalls ein Gewinde zum Aufschrauben. Und hier haben wir dann so eine kleine Spachtel und das Netz, das Gitter. Und dann noch eine, wenn wir den ganzen wieder zubekommen, den unteren Teil. Und dann haben wir natürlich auch noch einen mittleren Teil. Ja, in dem dann der ganze Inhalt landet. Je nachdem, wofür man diesen verwendet, als Gewürzmühle oder eben wirklich um diverse Substanzen damit klein zu reiben, zu zerreiben. Ihr werdet sicher einen Verwendungszweck dafür finden. Dann haben wir dieses Stück hier. Das kommt in so einem kleinen Karton. One World, One Love Rolls. Das Ganze hier in der jamaikanischen Flagge gehalten von der Optik. Auf der Rückseite lesen wir Cooling Turbo System. Also es dürfte sich hierbei um Filter handeln. Und wenn wir das Ganze dann aufmachen, jawohl. Also, so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier diese Filter. Und mit Hilfe dieser Filter kann man dann natürlich die darin zerriebenen Substanzen konsumieren. Mich wundert allerdings, dass keine Papes wieder dabei sind, aber die gab es ja schon in der ersten Box. Also wenn man die erste Box gekauft hat, dann kann man die in Kombination mit diesen Filtern wahrscheinlich dann verwenden. Dann haben wir noch ein Poster. Ja, und jetzt beantwortet sich auch die Frage, auf wen hier eingeprügelt wird. Also es dürfte wohl ein Streit entbrannt sein zwischen diesen beiden Damen hier. Und die dürfte hier wahrscheinlich nichts ahnend auf ihrer Picknickdecke oder auf ihrem Handtuch Musik gehört haben. Hier haben wir ein Handy oder einen MP3-Player mit Kopfhörern, mit Ohrstöpseln. Und die bekommt hier gerade Schläge von der Frau, die wir ja schon vom Cover kennen. Den Grund dafür kann ich euch noch nicht verraten, aber ich gehe mal stark davon aus, dass er uns im Comic genannt wird. Oben lesen wir Geschichten aus der Hood, also das ganze Poster hier in dieser Freibad-Szenerie. Und auf der Rückseite haben wir auch nochmal ein schönes Bild, Geschichten aus der Hood. Und hier haben wir drei Personen, die hier über ein Buch gebeugt sind, plus ein Hund und das sieht aus, als wäre es der Sensmann oder der Tod persönlich. Und oben links lesen wir dann noch Paco Sanchez 76. Also das ist ja, soweit ich informiert bin, einer der Kollegen oder einer der Typen, die mitwirken an diesen Comics von Adobe Kit.
Schönes Poster, doppelseitig bedruckt im Hochformat, beidseitig. Und dann haben wir, wie auch schon in Box Nummer 1, ein Shirt mit dabei. Und zwar ist dieses in schwarz und weiß gehalten. Wir lesen hier Dope Kid Comics. Und auf der Rückseite als Neckprint haben wir dann noch das Logo. Das Ganze ist in Größe L. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier einen... Ja, sehr gut. Also wir haben es zu tun mit 100% Baumwolle. Und das Ganze ist von Build Your Brand GmbH und 100% Baumwolle, wie gesagt, made in Bangladesch. Grüße gehen raus, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem weißen Aufdruck auf der Brust, Dope Kid Comics und eben den Neckprint, das Logo. Ansonsten das Shirt wirklich glatt schwarz, ist natürlich vom Design her recht simpel gehalten in schwarz und weiß, aber diese Schrift gefällt mir gut und wenn man Dope Kid ein bisschen ja, unterstützen möchte, supporten möchte, dann kann man mit diesem T-Shirt natürlich gut seinen Namen in die Welt tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, der Grinder aus Metall, dann diese kleine Schachtel hier mit diesen Filteraufsätzen dazu. Dann haben wir 2, 4, 6, 8 Sticker, 6 davon quadratisch, 2 im Querformat. Ein beidseitig bedrucktes Poster, jeweils im Hochformat. Und natürlich die Comics an sich, einmal mit diesem Variantencover hier, diese Premium Edition mit Autogramm. Und dann natürlich das reguläre Comicheft mit dem Standardcover. So, das alles in dieser wunderbaren Box. Geschichten aus der Hood Teil 2 von den Dope Kid Comics. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Comic bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die ganze Sache feiert, falls ihr Dope Kid unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.